Hallo, liebe Leute, und zwar begrüße ich euch zu einer weiteren Folge statt Filmabend. Und zwar diesmal mit mit erweiterten Erzählereinstellungen. Wir waren bis jetzt auf Abenteuergeschichte. Davon hat man nach einigen Zuschauerfeedback. Ich fange nochmal an mit dem Satz. Davon hat man, wie ich nach einigem Zuschauerfeedback erfahren habe, leider nicht viel gesehen. Darum würde ich jetzt entweder aufs Überleben kämpfen gehen oder auf Blut und Staub, weil verlieren macht Spaß, da geht ja dann gleich alles in Dutt. Und ich glaube, ich mache mal reiner Zufall und ums Überleben kämpfen an und dann schauen wir mal, was dann passiert. Goodie. Fitz hat schlechte Laune. Warum? Zurückgewiesen von Kerstin. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel sich selbstständig mit euren Facebook-Konten verbindet oder so. Alles sehr mysteriös. Risiko Zusammenbruch, Fitz. Ja, okay. Wutanfall, Fitz. Fitz hat einen Wutanfall. Er wird wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war durchnässt. Okay. Ah je. Weil solange du nur auf die Mauer haust, habe ich da wenig Probleme mit. Carsten auch. Oh oh. Ah ne, Carsten geht's besser. Okay. Nein, nicht die Stromleitung. Ah, okay, Wutanfall vorbei. Gut. Pemmican machen wir schon, naja, 340 haben wir davon. Cool. Ich glaube, wir brauchen noch eine neue Kühlkammer, die wir vielleicht hier oben reinbauen. Weil hier bleibt ja scheinbar immer was liegen. So. Aha, befindet sich wieder jemand auf Durchreise. So. Haben die jemanden dabei zum Handeln? Blaues Rentier, Kalmar, blauer Gepard und Abrunio. Okay.
Oh, hat Fitz so gute Laune. Hat eine Mahlzeit gegessen und Katharsis. Okay. Das wird nicht lange halten mit der Katharsis. Gut. Hier oben die Mauer ist auch fertig. Sehr gut. Haben wir Holz? Nee, ne? Ach, hier unten machen wir auch schon Kühlraum. Haben wir ganz vergessen. Ha! Ist dem Carsten schon wieder über die Leber gelaufen. Pessimist, unansehnliche Umgebung durchnässt. Und dunkel. Ja, man könnte hier schon mal Strom reinleiten irgendwie. Arbeitsrausch, Fitz, sehr gut. So, und dann eine Lampe hier reinbauen. Okay. Ich glaube, das können wir wegnehmen, wa? Ah ne, hier oben ist noch. Ist auch noch Metall drin, sehr gut. Ah, oh, hier ist 8 Grad, oder? Okay. Hier ist 1 Grad. Aha. Wir müssen neue Kühldinger bauen, weil die Räumlichkeiten sind hier jetzt zu groß, dass das funktioniert. Machen wir erstmal das aus und dann können wir hier fünf hinbauen. Dann brauchen wir hier natürlich auch wieder Strom.
Oh, super. Maschinenteile. Sehr gut. Okay, die Fußböden sind wenigstens mal fertig. Aber hier fehlt noch jede Menge Teppich. Wir haben aber so viel Stahl, wir können hier ruhig wieder so einen Stahlfliesenfußboden reinmachen, der besonders hygienisch ist. Schafe, sehr gut. Zwei weibliche Schafe, okay. Die werden sich zumindest nicht unkontrolliert. Ah, nee, drei weibliche Schafe. Die vermehren sich zumindest nicht unkontrolliert hier. Da kriegen wir Wolle von, das ist sehr gut. Ja, irgendwie hapert es immer noch so ein bisschen mit Ereignissen. Gut, wir haben jetzt Schafe bekommen, aber ich warte noch auf irgendwie einen Angriff von irgendwelchen feindlichen Leuten. Oh, super. Zum Ort springen. Der Reis fault. Das ist ungünstig, weil das greift wieder um sich. Oh je. Okay. Machen wir mal ein neues Gebiet, das nennen wir Notfall. Packen wir mal hier hin, direkt über die fauligen Pflanzen. Dann stellen wir alle auf Feldarbeit. Und stellen alle auf Notfall. Weil wir haben ja gemerkt beim letzten Mal, als wir das versucht haben, wenn die Pflanzen faulen, dann essen die Tiere sie nicht. Cool. So. Können wir alle wieder auf unbeschränkt stellen und
Feldarbeit hier, die wieder rausnehmen. Ah, da ist noch einer. So. Sehr schön. Hier oben hat noch keiner weitergemacht. Also wir haben das jetzt so eingestellt, dass wir hier die ganzen Fertiggerichte hinbekommen und die Medizin, weil das näher an den Räumen ist. Und hier die ganzen Rohprodukte. Und hier auch. Und zwar mit absteigender Präferenz. Das heißt, dass die hier immer voll sein sollen. Und dann, wenn die voll sind, wird der voll gemacht. Und wenn der voll ist, dann wird, wenn der hier irgendwann mal fertig ist, der voll gemacht. So, können wir hier schon wieder eine Tür bauen. Auf Maschinenreste gestoßen, sehr gut. Eigentlich mit der Forschung los? Warum forscht Carsten nicht? Trägt Mais. Na gut, das muss auch gemacht werden. Ich meine, man kann über Bench sagen, was man will, aber hier die Bergarbeit, da zieht er was weg. Sehr schön.
Ah, verschmutzter Kochbereich. Ja, der sieht nicht so schön aus, der Kochbereich. Sehr schön. Oh oh. Okay, die Mauer brennt. Ist nicht so schlimm, aber die Mauer ist fertig. Das heißt, die hier können wir abreißen. Die ist auch fertig. Das heißt, können wir das Holz recyceln. Hier brennt die Stromleitung. Das ist schon ein bisschen... bisschen ätzender. Oh nein, Küken 18 ist an Verbrennung gestorben. Hier. Kein Wunder. Oh nein. Küken 18 ist jetzt Grillhähnchen 1. Oh je. Umso besser, dass wir das Holz hier wegkriegen. Oh je, oh je. Im Regen. Macht Nussi die Feldarbeit. Besonders gute Laune hat er nicht. Vielleicht noch mal eine Tür hinbauen. So in den Gemeinschaftsraum. Ein Holzfäller der Fraktion Nation der Bepe befindet sich auf der Durchreise. Er ist Brinkobil Gürteltierrobil. Brinkobil Robil. Was ist das für ein Name? Brinkobil. Ja gut, der ist auf der Durchreise. Der hat aber nichts für uns, glaube ich, hier. Mensch hat eine Nahrungsvergiftung bekommen. Mittel. Nahrungsmittelvergiftung. Ja, es ist auch alles sehr dreckig hier.
Also ich glaube, wir müssen langsam mal anfangen. Hier ist alles voller Rohfelsen. Aber wir kriegen keine... müssen langsam mal anfangen, irgendjemanden hier auf Handwerk zu stellen, der sonst nichts Wichtiges macht. Machen wir mal Fitz. So. Damit wir ein paar neue... Steine bekommen hier für den restlichen Fußboden im Entree. Ja, auch bald fertig, sehr gut. Was wir machen können, ist hier den Fußboden entfernen. Und zur Sicherheit können wir hier auch noch so einen hinstellen. Oder sogar zwei. Ja. Ah, nicht genug Stoff hierfür. So, ist die Flanke auch abgesichert? Sehr gut. Aber eigentlich müssten die hier reinlaufen, aber manchmal ist der Computer so schlau und versucht sich durchzugraben hier. Eine hüfthohe Barriere, die als Deckung für eingehende Schüsse dient. Barrikaden sind hässlich, bieten aber eine bessere Deckung als andere niedrige Objekte. So. Versteckt sich im Raum, Nussi. Nussi hat sich in seinem Zimmer versteckt. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war durchnässt. Naja, noch sieht er gar nicht so versteckt aus hier. Es regnet sehr lang gerade. Warum ist hier kein Strom? Weil ich hier nie welchen hingelegt habe. Das ist ja auch interessant zu erfahren an dieser Stelle. So. Und ist schon wieder eine halbe Stunde rum. War was? Nee, Bench hat Nahrungsmittelvergiftung, also das Übliche. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich passiert ein bisschen mehr was. Sonst, wenn beim nächsten Mal kein Überfall passiert, müssen wir vielleicht doch noch eine Schwierigkeitsstufe höher stellen. Schauen wir mal. Aber ich hab hier Bange, dass am Ende wieder die Leute sich gegenseitig essen. Schauen wir mal. Ja, dann drückt mal den Like-Button und subscribed und bla.
und schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video da ist. Und keine Ahnung, erzählt euren Freunden von dieser tollen Serie. Okay, bis dann. Ciao.